Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem richtig, richtig krassen Pokédex-Leak für Karmesin und Purpur. Bevor das Video anfängt, es könnten extreme Spoiler und Leaks kommen zum Pokédex von Karmesin und Purpur. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann macht jetzt auf jeden Fall das Video aus. Weil hier könnte oder wird es zu sehr, sehr krassen Leaks und Spoilern geben. Also hier eine ganz große Spoilerwarnung. Jetzt abschalten. Und alle, die jetzt noch dabei sind. Es wurde ein Leak hochgeladen. Hier seht ihr das auch schon. 109 Pokémon, 80 neue plus 4 Airfakes. Da weiß ich nicht genau, was das heißt. 5 Cross-Gen-Evolutions, 14 Paradox-Forms, das heißt 14 Antike und 14 Future, also je nach Edition, plus 2 DLCs und 4 Regional-Forms. Dann steht hier noch, dass das Fan-Arts based on leaked information sind und dass die ganzen Typings, die ein schwarzes Logo haben, sind unconfirmed, also nicht offiziell confirmed und Spekulationen. Und da würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal von oben die Liste durch. Und wie gesagt, es sind nur Spoiler und Leaks. Kann natürlich sein, dass es im endgültigen Game komplett anders ist. Ich finde es aber trotzdem immer extrem spannend, sich sowas anzuschauen. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal los. Also, man kann natürlich auch filtern nach Typ. Ich haue euch den Link hier oben zu markio.it auch in die Videobeschreibung. Also man kann hier Filter einsetzen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal von oben runter. Und dafür haben wir hier natürlich die Starterentwicklung, die Sprache ist glaube ich Englisch. Lechonk, Parfum, die kennt man ja alle, ne? Olivi oder wie der heißt. Hier das Ding. Und jetzt haben wir hier schon die ersten Entwicklungen. Erstmal die Starterentwicklung finde ich extrem spannend. Vor allen Dingen, wie die aussehen. Die Frage ist, kann ich die jetzt hier auch noch öffnen? Man kann sich das Bild öffnen. Okay, das sieht schon sehr Fanart-mäßig aus und gefällt mir gar nicht. Hier der. Mal schauen, wie der aussieht. Okay, sieht so ein bisschen aus wie so ein Krokodil. Da gibt es ja auch schon Rabigator und sowas. Finde ich ganz cool. Und hier Quaxly, die dritte Entwicklung. Wahrscheinlich irgend so ein Entending, so ein bisschen wie Empoleon. Okay. Gut, Lechonk, zweite Entwicklung. Männlich und weiblich Unterschied. Das ist krass. Einmal ein männliches Schwein und weibliches Schwein. Okay. Pavmi, sehr interessant. Was ist hier mit dem Olivending? Wird dann so ein Olivenbaum. Das finde ich ja spannend. Ein Olivenbaum. Okay. Normalpflanze. Hier die Fee-Erweiterung. Sieht ganz komisch aus. Sieht aus wie Donuts hier. Irgendwie so ein Hündchen mit Donuts. Komisch, komisch. Mal weiter. Ghost Dog. Irgendein Geisterhund mit einer Entwicklung. Finde ich cool. Und Dark Dog. Oh. So ein Pendant zu Evoli. Das finde ich spannend. Da ist einmal Ghost, einmal Dark. Finde ich sehr, sehr. Oh. Fanart. Okay. There are so many dogs. Den finde ich cool. Guck, man kann hier auch so durchklicken. Ich glaube, das machen wir eher, oder? Hier und dann so durchklicken. Ja, Ghost Dog. Dark Dog. Okay. Irgendwie so eine Spinne wieder. Ein Käfer. Nochmal ein Käfer. Ein Mistkäfer und dann nochmal ein größerer Käfer. Nochmal ein Käfer. Unlicht. Kamen Rider. Kamen Rider 2. Der sieht cool aus. Hat kein Typ. Seagull. Ganz cool. Luftblitz. Oh, das ist spannend. Parakeet. Sieht so ein bisschen aus wie ein Papagei. Und dann Flamingo. Haben wir eigentlich schon Flamingo als Pokémon? Ich glaube nicht, ne? Nochmal ein Vogel-Pokémon. Und die Entwicklung. Oh, das sieht da witzig aus. Das ist auf jeden Fall eine Fanart. Präzititan, aha. Die Vorentwicklung hiervon. Und Dolphin. Ich kenne nicht alle Pokémon.
Ich kenne nicht alle 800 Pokémon. Kann natürlich auch sein, dass wir über Pokémon stolpern, die es schon gibt. Und dann irgendwie noch ein Delfin, okay. Das sind die Wolf, okay. Irgendein Frosch und Frosch, okay. Hakefisch. Der sieht so ein bisschen aus wie Alabis, ne? Alabis und Saganabis. So eine Pink Hammer. Also das ist auf jeden Fall kein Pokémon. Irgendein Coin, okay. Pepper. Ah, Pepper. Gewürze, klar, Gewürze könnten die jetzt auch mal langsam reinbringen. Und dann wird das so, Pepper, so ein Dino-Ding. Oh, Pflanze, Feuer finde ich cool. Pflanze, Feuer finde ich cool. Nur Feuer. Ah, Vorentwicklung. Gibt einmal das Ding und dann gibt es hier, den kennen wir ja schon. Der ist ja Feuer-Psycho. Die Vorentwicklung ist auch schon, ist Feuer, Fragezeichen. Dann ist die Frage, ob es hierzu auch eine Vorentwicklung gibt oder aus, ob aus dem einen beide kommen. Be able to encounter Pokémon Violet. Here is a new item that you get by defeating 10 Bronzor or 10 Sinistea. Okay. Crystal Flower. Okay. Leaked Image is second stage. Aha. Leaked Image. Salz. Klar, wenn es Pfeffer gibt, gibt es auch Salz. Aber das, so sieht das Pokémon safe nicht aus. Weiterentwicklung? So auch nicht. Okay, Salz. Engine, ja, den haben wir doch schon gesehen. Da haben ja alle schon gesagt, dass das ein Pokémon sein wird. Engine Pokémon Evolution 1. Has tires, no legs. Mhm. My Vision Exclusive Team Stars, not in Dex. Ja, ja, ja. Engine 2 hat also auch eine Weiterentwicklung, okay? Tumbleweed? Pflanze Geist? Ganz cool. Ah. Ja. Könnte sein. Tumbleweed 2. Pre-Grafire. Ah, das hat also auch noch eine Vorentwicklung. Grafire ist a Pre-Evolution. Looks like a mouse. Okay. Und den kennen wir ja schon. Mouse-Couple. Und Mouse Family. Okay. Den kennen wir ja auch schon. Klippe, ne? Stein-Pokémon. Height und Weight gibt's auch schon. Anger Shell, Shell Armor. Gibt schon viel zu, ne? Hier, Klavi, Klippe. Den kennen wir ja schon. Earthworm. Moin, Leo. Earthworm ist Ground Steel. Soll das sowas sein wie Schlick da? Oder Dick da? Okay. Crane? Sushi-Fisch? Nee, oder? Das machen wir nicht. Sushi-Fisch als Drache? Nee. Du bist Sushi-Master, Boss-Pokémon. Sushi-Master. Never. Wicklet, den kennen wir ja schon. Den kennen wir ja schon. Wasser-Pokémon. Wack-Trio. Its name is Wack-Trio, Evolution is Pink. Okay. Tentacruel. General Pokémon kommen aus dem Water und Jelly. Pflanze Bohnen? Tentacha als Boden-Pokémon, das wäre ja cool. Und Tentoxa als Pflanze Boden. Das würde ich feiern. Bin ich early. Ice Dragon, Drache Eis. Wir haben schon Drache Eis, aber. New Dragon Eis Pokémon. Pseudo Legendary. Zweite Entwicklung, dritte. Oh yo. Okay, das wäre ganz cool. Mankey mit dabei. Und Mankey kriegt eine neue Entwicklung. Prime Ape Evo. Mit Geist. Drache Geist. Und der kriegt auch eine neue Entwicklung. Bishop Evo. Dunkel Stahl. Looks like one of these images. Okay. Der kriegt auch eine neue Entwicklung. Ich glaube, das weiß ich auch schon. Das wurde schon geleakt. Das weiß ich. Guck mal, auf Japanisch haben die sogar schon die Sachen hier. Das ist übrigens auch nicht unwahrscheinlich, dass das stimmt, weil bei Schwertschild wurde vorher auch der komplette Pokédex geleakt von Leuten, ich glaube zwei Typen waren das, die wurden auch vor Gericht gebracht, mussten übel viele Millionen an Strafe zahlen, weil die haben in einem Unternehmen gearbeitet, die vorher schon
die ganzen Informationen hatten und ein Buch rausgebracht haben, sowas wie ein Trainer-Guide, wo der komplette Pokédex halt drin war. Und den haben die halt geleakt. Deswegen ist es nicht so unwahrscheinlich, dass das hier auch wieder passieren kann, ne, bei Generation 9. Den haben wir schon gesehen, ne? Farigiraf. Wooper kennen wir auch schon. Tauros! Paldean Tauros. Kampf. Paldean Tauros 2. Kampffeuer. Alter, den brauche ich. Den brauche ich. Kenkos. Invitation. Legendary Original Forms. Only Tauros und Wooper. Der ist wieder für den Shapes. Drache, Kampf, Wasser. Das brauche ich. Ja, den Pilz fühle ich jetzt nicht so. A Jigglypuff. Okay. Mistrivus. Okay. Drache, Unlicht. Für Brutalanda. Swap. Typing with Heat Dragon. Man kann da. Aha! Okay. A Don't Fun. Ancient Don't Fun, Future Don't Fun. Aha! Es gibt also. Es gibt auch Vergangenheits- und Future-Formen. Aha! Nations in New Function in Body. Okay, irgendein Magneton-Ding. Psycune in DLC. Unconfirmed. Haha, Botogel, neue Entwicklung. Future, Delibird. Gardevoir? Was ist das? Fusion between Gardevoir und Galagladi. Der ist cool. Kampf. Kampffee. Hariyama. Future Hariyama gibt's. Future Volcarona. Future Despota. Scheiße, ich muss Future nehmen. Ich wollte Karmesin die ganze Zeit nehmen. Future Dornfan. Future Hydreigon. Muyo Fish. Okay, Feuer. Dunkel. Dingludia. Quartet of Legendary Pokémon. Giango Leopard. Sieht geil aus. Irgendeine Schnecke. Auch ein legendäres. Koraidon, kennen wir. Koraidon Base Form, ja. Bild. Swimming. Fliegen. Okay. Dann haben wir das Moped. Das richtige Scheiß-Pokémon. Miraidon. Fahren, schwimmen, fliegen. Und ein drittes. Das ist das dritte. Man weiß nichts darüber. Drittes legendäres. Close. Und das war's. Das war's. Ich muss mir das nochmal angucken mit Despota. Es gibt ein Future Despota. Das brauche ich. Wir müssen mal hier nochmal kurz gucken. Was kann man denn hier? Paradox Future, Paradox Ancient, Paradox Future. Also es gibt Future Botogel, Future Gardevoir, Hariyama, weiß ich nicht wie der heißt, Despota, Dawnfun, Hydreigon, irgendwas aus dem DLC und Miraidon. Scheiße, ich muss vielleicht doch Purpur nehmen. Und Ancient, gibt's halt Brutalanda, ne? Aber das macht keinen Sinn. Weil doch in Karmesin gibt es normales Despota und in Purpur gibt es normales Brutalanda. Und wieso gibt es diesen Volcano in beiden? Wieso gibt es hier kein Despota? Regional Forms. Klar, und die Taurosse. Cross-Gen Evolutions. Da haben wir das Mankey, genau, da gibt es eine neue. Hier gibt es eine neue. Dornfan, Farigiraf und Wooper. Ist klar, okay. Was heißt Air Fake? Air Fakes. Ah, Regional Fakes, klar. Dicta und Tentacha. Tentacha finde ich cool. Okay.
okay. Official? Nur die offiziellen? Die offiziell schon drin sind. Ja, das sind nur die offiziellen. Und davon gibt es auch immer eine Vorentwicklung. Last Updates? Irgendein Coin-Pokémon? Spinne? Papagei? Die? Okay, der entwickelt sich zu beiden. Je nachdem, was man damit macht. Die sind Feuer. Ich glaube, ich finde Feuergeist geiler. Da gibt es Salz und es gibt auch Pfeffer. Das Engine und irgendwas mit Mäusen. Okay, krass. Krass, krass, krass. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, welchen Starter ich nehmen soll. Ne? Wasser, Kampf finde ich öde. Feuer, Geist finde ich öde, gibt's schon. Und Pflanz und Licht, das finde ich auch öde. Ich weiß echt nicht, welchen Starter ich nehmen soll. Finde ich alle nicht so geil. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aufgrund dessen, welchen Starter ihr nehmen würdet. Also wenn die auch so aussehen, ne, dann bin ich richtig enttäuscht. Steht was dazu? Hier ist Fire Phoenix on his head. Special Move, Link to Singing. Christina Legs. Miyakazu in Japanese. Clown and Gentleman Thief plus Mask, two legs. It's a God tier hidden ability. Okay, hier sieht man schon ein bisschen was. Okay, Magic in Pokémon. Okay. Dann gucken wir nochmal kurz. Quaxly. Looks like one of Fate Grand Order Rulers. Peacock plus Dancer, two-legged. Ich würde fast sogar die Ente nehmen. Obwohl ich Kampf nicht so cool finde. Weil Wasserkampf, Kampf ist gut gegen Stahl, Eis, Stein. Ja, und Unlicht. Wasser ist gut auch gegen Boden, Stein. Er ist eigentlich gut, ne? Und Feuer. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich die Ente nehmen. Könnte man, was, wen würde ich denn noch hier vornehmen? Finde ich dann noch cool. Also den Dark Dog oder Ghost Dog finde ich cool. Vielleicht irgendein Käferunlicht, aber nicht unbedingt. Die finde ich alle nicht so spannend. Dolphin, irgendein Delfin finde ich auch nicht so spannend. Ein Elektrofrosch, auch nicht spannend. Pink Hammer, da bin ich gespannt, was das noch ist. Coin, Pfeffer. Von denen weiß ich auch nicht. Wie Feuer, so viel Feuer irgendwie. Feuer, Pflanze. Giftstein, Crystal Flower. Nehmen wir das Salz. Engine finde ich ganz spannend. Obwohl vierfach Schwäche gegen Boden, falls er die Schwebe hat. Sushi Fish. Sushi Master. Da bin ich auch gespannt, wenn das stimmt, was das sein soll. Ja, die finde ich auch nicht so geil. Also ich finde Razov als neue Entwicklung finde ich echt cool und spannend. Als Geist. Kampfgeist wäre halt schon wieder Geist, aber wäre geil fürs Team. Und Ice Dragon finde ich übel nice. Den gibt es bestimmt erst ganz am Ende hier. Den Ice Dragon. New Dragon Ice Pokémon. Pseudo Legendary. Den finde ich cool. Den kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Eisdrache. Und Tentacha finde ich auch cool. Gentle Pokémon Crawling Water Jelly Ear Mushroom. Mhm. Finde ich cool. Sieht vielleicht auch anders aus, man weiß es nicht. Tauros brauche ich auf jeden Fall. Aber wieder Kampf. Kampffeuer, Kampfwasser. Könnte auch Kampfboot sein. Aber Psycune im DLC, okay, dann werden wahrscheinlich die ganzen Hunde kommen. Und ich brauche auf jeden Fall das, also das finde ich auch richtig cool, Future. Und Future Despoter sowieso. Mega, mega nice. Und das auch geil, ne? Future Viridian ist auch ja eigentlich ein legendäres. Hier sind die nochmal vier legendäre. Ein Fisch, irgendwie ein Elch oder so, ein Leopard und eine Schnecke. Hier bin ich richtig auf den Speedwert gespannt, falls das stimmt. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein drittes legendäres. Das war ja klar, dass es noch ein legendäres gibt. Und das war es schon. Ja, lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Also wenn nur ein paar Sachen hier von stimmen, also dass es Future Form gibt, kann ich mir richtig gut vorstellen. Despoter wäre natürlich nice, ne? Es gibt nicht mehr Informationen dazu. Könnte halt Elektro, Stahl irgendwas sein, wenn es wirklich sowas ist mit Anzug.
Finde ich mega nice. Mega, mega nice. Ja, lasst mal gerne einen Kommentar mich wissen, was ihr davon halten würdet. Ich finde es richtig, richtig spannend, sowas. Und lasst gerne ein Like auf dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich werde das Game auf jeden Fall Let's Playen. Einen Tag, zwei Tage vorher schon auf Twitch. Folgt mir da auch gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.